Hey Hallo. und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SpongeBob Schlacht um um Bikini Bikini Bottom. Bottom. Und Ja. wie ihr hören könnt, wie ihr hören könnt, habe ich Claudio dabei als Hallo. Gast. Und Ja. Ich bin SpongeBob-Kenner. Oh mein das Gott. ist richtig. Das war eine merkwürdige Pose von SpongeBob. Claudio wusste zum Beispiel auch, dass dieser Typ da gar nicht wirklich SpongeBob ist, sondern nur Ja. dieser eine Typ aus der Folge mit Mit salzigen Spucknapf. dem salzigen Spucknapf. Ja, oh mein Gott, das ist das Meme, was er macht mit diesem Scheißhuhn. Ich finde es schön, dass sie das auch eingebaut haben. Es gibt da ein Meme. Es gibt ein Meme davon, Ah. Aber ja. Ja, nochmal das klar. macht, was er gerade eben gemacht hat, Aber wahrscheinlich. es gibt generell sehr viele SpongeBob-Memes. Von daher. Was mich ein bisschen. Oh, das hat er aus der Serie gerade kopiert. Was mich ein bisschen an SpongeBob nervt, ist seine Socken. Hier in dem Spiel, meinst du? Ja. Jetzt gerade, wo er sein Bein so ausgestreckt hat, fand ich es besser. Aber man sieht ja, mit die Socken, der rote und blaue Strich, der ist halt nicht so gut zu sehen. Das Das stimmt. stört mich ein bisschen. Die sind sehr, sehr Aber sonst ist klein. das okay. Ich glaube, Ja, die aber Socken, sonst die ist er es in okay. seiner Umkleide hat, sind größer. Aber ja, Hat viele schöne Idle wir Animations. waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben Wir hier haben den den goldenen goldenen Pfannen. Pfannenwender geholt. Exakt. Und jetzt Ja. gehen wir nach Jetzt. draußen. Haha! Ah, sehr schön. Geiler Scheiß. Wir betreten zum ersten Mal Bikini Bottom. Ich bin gespannt, wie das neue, Bikini-Bär. verbesserte Bikini Bottom aussieht. Das ist der Oh, Gestank es der geht doch nichts Entdecker. über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Wie findest du eigentlich den Plankton. neuen Synchronsprecher von Plankton? Ich finde den leider nicht so gut. Es ist Aber. gewöhnungsbedürftig, wenn man den alten kennt, definitiv. Ja, zumal bei der ersten Cutscene habe ich mir gedacht, oh nee, das ist nicht so meins, ehrlich nicht. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben Nein. sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Okay. Das ist ja Na. schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in Geil. deinen Träumen. Abgemacht. Awesome. Natürlich. Also es war auch schon früher immer so, dass man so ein kleines Sneak Peeks auf die Welten hatte, aber ich muss sagen, Ja. das sieht jetzt noch viel detaillierter aus als früher. Das freut mich einfach, das alles so schön neu zu sehen. Sieht hübsch hier aus, auf jeden Fall. Aber das Wunderschön. Geschenke öffnen ist klasse. Das denke ich auch, Spongy. Oh, das ist Mr. Krabs. Oh mein Gott, Yo. Eugene. Oh, ich bin so froh, dass er noch den Originalsprecher hat. Ja, Jürgen Klöckner. Diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ja, Mann. Im Prinzip sammeln wir nur Ist das Grenzen. eine Bombe, die neben Thaddäus' Haus da steht? Ja, die Roboter haben doch hier alles durcheinander gemacht. Ah. Das ist einer von diesen Na, da ist er. Ah. Saugrobos, glaube ich. Das ist so ein kleiner, das sind die ersten Gegner. Oh, die Bombe dampft sogar noch. Oh. Ah, guck mal, das Sturmtiki. Geilo. Super Kombi.
Hey, SpongeBob! Oh, komm, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Wieso hat er die Stimme von Blubberbernd? Das hat, ja, hat er wirklich. Das ist echt merkwürdig. Hey, und ich werde hier nicht gefragt. Und das finde ich. Ich finde es schön, dass er jetzt mal endlich gefragt hat. Ja. Kumpel Blase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Ja, sicher. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Upsala. Das mit dem Riesenaffenmann war eine Anspielung an eine Folge, wo Patrick SpongeBob imitieren will, um einen Preis zu bekommen. Da sagt auch Patrick, dann besiege ich den riesigen bösen Monkey Man und rette die 9. Dimension. Ja, der Monkey Man, stimmt. Ja, der Monkey Man, aber sie haben das mit Riesenaffen übersetzt und das finde ich nicht so schön. Aber ist okay. Ja. Ah, yes, I did it. Jetzt mach das kaputt und das kaputt und das kaputt. Und den Stein-Tiki-Mann. Oh shit, den einen Typen habe ich ja gar nicht gekriegt. Oh, wie funkelt. Verdammt. Das denke ich mir auch, Sonny. Ich krieg ihn nicht. Ist auch scheißegal, lohnt sich eh nicht. Die spawnen eh immer wieder neu. Ich glaube, sonst gab's hier nichts im ersten Gebiet. Oder gibt's hier jetzt versteckte Sachen, die sollten. Nee, gibt's nicht. Oh, das ist eine Magic War. Schade. Aber da ist noch Patrick. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Das sieht aus wie eine Socke von SpongeBob. Also ja, das stimmt. Dass sie da so blau ist. Ja, die ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Wieso? Noch ein Pfund für Patrick. Also, ich muss sagen, ich kann Patrick besser nachmachen, als er in Synchronsprecher. Jetzt habe ich was gesagt. Ja, jetzt hast du was gesagt. Ich musste mal einen ganzen Part lang wie Patrick reden. Oh ja. Das könnte ich machen. Das ist definitiv eine Idee. Warte mal, irgendwas war da. Ah ja, also hier war auf jeden Fall schon mal das. Zum Aktivieren dieses Schalters musst du springen und diese Taste drücken. Ja, danke schön. Ein fahrendes Pferd. Eine schwebende Plattform. Wir haben nämlich hier, glaube ich, den ersten Pfannenwender, den wir sammeln können. Richtig heftig. Geht das nicht normalerweise auf Zeit? Ach, was weiß ich. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ah, nee, da ist eine goldene Unterhose. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Ach, das ist quasi klasse. So wie ein Herzcontainer. Okay, scheiße. Danke. Diese Schalter musst du diese Taste drücken. Ich hab's mittlerweile begriffen. Also. Oh, noch mehr. Ah, das geht auf Zeit. Das geht auf Zeit, ja. Okay. Schnell, Daniel! Ja, aber es ist gerade. Darf's nicht verpassen! Ja! Geil! Okay, das ist relativ großzügig, von daher. Glaube ich, ja. Oh, da ist ein goldener Pfannen. Wir sind hässlich und wir sind stolz. Sehr schön. Ich find's interessant. Früher war es so, dass man einfach in diese Blätter reingesprungen ist und jetzt gehen sie so zur Seite, wenn man da reinspringt. Ach, geht zur Seite. Geht zur Seite. Ach Gott, nee. Ach ja. Okay. Ja. Dann gilt es jetzt noch hier diese paar Dinger zuzustellen. Ja, die Tinky Boys. Ich glaube, dann haben wir schon alles hier in der Nachbarschaft erledigt und dann geht's mal los. Du musst immer bedenken, hast du schon alles erledigt? Ich glaube. Ja. Oh ne, ich kann in Thaddeus Haus rein. Oh, Tadl. Oh.
Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Ja. Warum hatte ein Bild von zwei Fischen? Ja, okay, das Bild mit den zwei Fischen ist sehr random, aber ich meine das Bild direkt hinter ihm. Ja, ich weiß, ich finde das auch gut. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. In eine andere Stadt, wow. Ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Was ist denn eine Lampe? Keine Ahnung. Aber er hat ein sehr schönes, riesiges Selbstporträt von sich, wie er gelangweilt guckt. Oh. Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Was? Oh ja. Ey, stimmt, ah, okay. Er gibt jetzt ja fürs Rumspringen den Pfannenwende. Ja. Wer auch immer Thaddeus einen solchen hat, ich möchte mich gerne umschauen. Ja. Also, wir haben hier eine, oh ja, yeah. der handsome Squidward, ja, yeah. Der ist wunderschön. Das ist eine schöne Folge, wo es Thaddeus ein Hübschling. Oh mein Gott, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich kann das Haus verlassen und wieder reingehen und es ist wieder da. Ja, ich weiß. Ganz kurz weg von Thaddeus. Ja, dieses Bild von den zwei random Fischen. Ja, die sagen selbst mir nichts. Das ist der, sehe ich etwa unsicher aus? Nicht wirklich, aus der Folge, nur ein Bissen. Genau. Gott, verdammt. Das weiß ich. Oh ja, stimmt, fürs Zustellen von allen Objekten gibt's nochmal eine Socke. Ha! Geil. Und das ist Thaddeus in seiner glücklichen Jugendzeit. Glaube ich. Da war er noch jung. Die Nase wächst aus seinem Auge und sein Auge ist ein bisschen nach unten verschoben. Da war er noch jung und entstellt und hässlich. Oder er hat einfach ein Selbstporträt gemalt. Oh Gott. So jung und glücklich, wie die Zeit doch vergeht. Ja. So, konnte man nicht. Ja, genau. Oh. Ja. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Warum auch immer Thaddeus das hat. Ich finde dieses Regal auch so interessant mit den Sachen, die hier drin stehen. Es sind einfach alles so komisch gezeichnete 2D-Objekte, ja. Aber irgendwie sieht's cool aus. Können wir auch in Patricks Haus? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal gucken. Aber da gibt's ja eigentlich eh nichts. Aber wir können rein. Ja, cool. Ja, da gibt's Sand. Unter einem Fels wohnen, das ist das wahre Leben. Meinst du? Ja, das ja. Das hat doch Diogenes das gesagt. Ist klasse. Hat er das? Nein, hat er nicht, aber er hat im Fass gewohnt, laut der Legende. Aber nein, was heißt Legende? Er hat ja wirklich gelebt, aber... Ja. Aber wie so süß. Patrick hat nur ein einziges Bild und es ist ein Bild mit SpongeBob. Ja, du musst erstmal hauen. Passiert nichts. Das geht, glaube ich, auch nur bei dem einen Thaddeus-Bild. Das ging früher schon. Oh. Patrick sollte mal wieder waschen. Aber hey, selbst hier drin gab es eine Socke. Finde ich gut. Supi. Haben schon vier Socken. Haben sie also nicht alles geklaut? Nö. Wir haben Patrick, weißt du, wir haben Patrick aus seinem Haus eine Socke entwendet, um sie ihm wieder zurückzugeben. Ja. Das ist super. Was macht Kumpel Blasi eigentlich? Ach, egal. Ich lass es einfach. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Kumpelblase schon früher da stand. Also das haben sie jetzt nicht irgendwie neu gemacht oder so. Oh, wir können... Wow. Ja, hast du gehört, Hans? Oh ja, Hans. Oh, das ist ein kleiner Bug gewesen. Nee, es ist einfach so, wenn du die Welt verlässt. Achso, du wurdest zurückgesetzt. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Mhm.
Na toll. Au! 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 Wo hat er den Verband her? Adel, was ist los mit dir? Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Sprottenkopf. Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist doch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze. Das Gesicht war SpongeBob. Also der Typ, der die Animation gemacht hat, der hat eine Menge Spaß gehabt. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Haha! Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Seit wann ist das Ding Göffelberg? Mach das! Keine Sorge, Thaddäus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst! Überall? Überall. Er wird aber eines schrecklichen Todes sterben. Naja. Na klar. Yeah! Oh, hast du einen hier. Aber das ist eine Kombi. Wir müssen alles mitnehmen. Alles! Alle! Schnallt euch an! Geil! Und da ist ein böser Rum. Nimm das! Oh ja. Also ich muss sagen, mir gefällt selbst Thaddäus' neue Stimme nicht. Aber sie ist besser als die von Plankton und die von Patrick. Thaddäus' neue Stimme finde ich in Ordnung, muss ich sagen. Also ich finde sie in Ordnung, aber an das Original kommt es leider nicht ran, leider. Nee, an das Original nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur mal, wie so dran gewöhnt sind. Aber die ist auf jeden Fall besser als die von Plankton. Ja. Das kannst du ja eigentlich vorlesen. Das ist klar. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Das stimmt halt wirklich. Ja. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Ah, Hilfe, Hilfe, kann nicht schwimmen. Aber was ist aber mit sie lernen Sandy? Doch. Sandy ist doch auch ein spielbarer Charakter. Das stimmt. Und vielleicht aber kann vielleicht... man dann in den Gebieten, wo es das Goo gibt, einfach nicht zu ihr wechseln. Kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Mike, Tierquälerei. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Das hast du schön gesagt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich glaube, das war diese. Das war entweder ein Checkpoint oder. Nee, ich glaube, es war ein Checkpoint, diese Kisten. Ich weiß es leider. Das ist auch noch was. Das ist eine Teleportkiste. Ah, Teleport. Wenn du Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Vielleicht lese ich die wie Patrick vor. Ich denke, das mache ich. Ja. Dann kannst du endlich beweisen, ob du nicht hier nur Quatsch erzählst. Na klar, nein. Ich klinge original wie Patrick. Oh, guck mal. Boom. Weg mit euch! Gab es irgendwelche SpongeBob-Folgen mit Robotern? Die eine Folge, wo... Gott, greifen mich hier wirklich an. Darf ich sie nicht verschonen. Es tut mir leid. Ja, die eine Folge, wo SpongeBob richtige Angst hat vor den Robotern, weil er diesen Horrorfilm guckt. Ja, und die Folge, wo Mr. Krabs... Oh, das ist... Mr. Krabs durch einen Roboter ersetzt wird. Stimmt. Ja. Ja, mit der Soße Ravioli, Tata. Ravioli, gib mir die Formel Loli. Ja, genau. Ja. Oh. Was haben wir denn da? Eine super ein Geheimnis. Geschenke öffnen ist klasse. Ich glaube, es sind keine Geschenke, sondern echte lebende, fühlende Wesen. Ich glaube, da kommen wir von weiter oben, oder? Irgendwie war das. Du kannst dich ja umschauen. Da ist ein goldener Panda. Wenn ich runterspringe, sterbe ich, glaube ich. Dann würde ich das mal erstmal lassen. Oder probieren, je nachdem. Ich lasse es erstmal. Der SpongeBob würde es nicht lassen. SpongeBob ist die Wollust in Person. Aber wir kommen da später nochmal vorbei.
Das war so geplant. Das war koordiniert. Finde ich gut. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Nee, er kann ja nicht schwimmen und unten erwartet uns. Wahrscheinlich musst du irgendwelche Plattformen aktivieren, die da nach unten fahren. Ich weiß, dass halt irgendwo so ein Bungee-Seil kam, aber ich glaube, da musste man was zu triggern. Das kam, glaube ich, nicht einfach so. Oh, shit. Jetzt hast du den goldenen Knusper-Knusper-Knäuschen. Die eine goldene Knusper-Knusper-Knäuschen. Ah, guck mal hier, das ist Jump'n'Run vom Feinsten. Das ist für die Profis. Oh, jetzt hast du ein Leben verloren.